ob das nur eine Arbeitsbeziehung ist oder eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft. Wir treffen Vereinbarungen. Manchmal treffen wir die unbewusst. Also ganz oft würde ich behaupten, wenn wir eine monogame Beziehung eingehen, treffen wir Vereinbarungen, die überhaupt nicht abgesprochen sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir treu sind. Und ich gehe mal davon aus, dass du niemand anders küssen wirst, weil wir sind ja jetzt zusammen. Aber das spreche ich ja gar nicht aus, weil das ist ja eigentlich, das macht man doch so. Da entstehen viele Missverständnisse und Schwierigkeiten dadurch. Und in einer also wenn ich in eine polyamore Beziehung reingehe, weiß ich, da ist erstmal kein, das ist halt so. Sondern wir müssen es ausmachen. Wie wollen wir es denn haben? Appetite. Das ist eigentlich ein ganz schöner kreativer Prozess. Das ist wie ein Klumpenton, den wir hier zwischen uns haben. Und den können wir jetzt mal so bearbeiten, dass wir beide den dann gut finden. Und da gehört alles, was mit Sex zu tun hat, mit rein. Und da gehört alles, was mit unserer Beziehung zu tun hat, im Sinne von, wo soll das denn eigentlich hingehen? Wollen wir irgendwann mal zusammen wohnen? Wollen wir Kinder haben? Muss man ja vielleicht alles noch nicht wissen, aber mal so angucken. Wollen wir uns 1, 2, 5 Mal die Woche treffen? Wollen wir miteinander in Urlaub fahren oder nicht? Und soll es eben noch andere Beziehungen geben oder nicht? Das sehe ich jetzt gar nicht mal so sehr als Einschränkung meiner Freiheit, sondern als Gestaltung unserer Beziehung. Und wenn ich merke, dass eine Vereinbarung, die wir getroffen haben, von der ich hoffentlich in diesem Moment auch dachte, ja, das will ich auch gerne einhalten, das finde ich auch richtig klasse, wenn ich merke, ah nee, das stinkt mir jetzt kam irgendwie eine Situation und da habe ich mich ganz blöd gefühlt dabei, dann kann ich es ansprechen, dann kann ich sagen, okay, komm, lass uns doch da nochmal drüber reden und lass uns diese Vereinbarung irgendwie ändern, sodass ich damit zufrieden bin. Insofern sage ich, trefft so viele Vereinbarungen, wie euch einfallen, und ändert sie auch wieder, wenn es irgendwie nicht passt. Oder werft sie auch wieder über den Haufen, wenn es eigentlich sich jetzt, wenn sich jetzt gut anfühlt und man die Vereinbarung nicht mehr braucht. Und da ist, glaube ich, aber eine Sache total wichtig, dass ich keine Vereinbarung treffen kann über Gefühle. Also ich kann natürlich Vereinbarungen treffen, aber das ist unglaublich schwer einzuhalten, weil wie soll ich das kontrollieren, ob ich mich nun in jemanden verliebe oder nicht? Das passiert. Wir können ausmachen, wie gehen wir damit um, wenn sich einer von uns in jemand anders verliebt. Aber sowas zu sagen wie, ja, du darfst Sex mit haben, mit wem du willst, aber du darfst dich nicht verlieben, das ist so eine gefährliche Sache. Gefühle verändern sich. Das ist so. Und das ist, ich glaube, wenn wir genau hinspüren, verändern sie sich in jeder Sekunde. Und jede Einwirkung von außen oder alles, was jede Empfindung, die ich habe, verändert Gefühle. Und klar, und wenn ich Sex habe, dann wird das mit mir etwas machen. Also wenn ich dann offen bin, ich weiß nicht, vielleicht kann man auch Sex haben, ohne dass sich irgendwas verändert. Es kann sich so verändern, es kann sich so verändern, ja. Und natürlich verändert es sich vielleicht auch dahin, dass ich mich dir näher und verbundener fühle und vielleicht mich verliebe oder einfach Lust habe, dich öfter zu treffen. Aber das ist ja gut so. Also, das ist Leben, dass ich die Gefühle verändern, dass sich alles eigentlich ständig verändert. Ich meine, es ist gut, ein gewisses Maß an Gleichmäßigkeit zu haben, so um so eine Sicherheit zu haben, um in diesem Leben auch irgendwie kraftvoll irgendwo zu bestehen. Aber ansonsten denke ich, dass wirklich dieses Lebensgefühl und dieses Ich bin im Hier und Jetzt nur dann entsteht, wenn ich mich da echt auch reinschmeiße und wenn ich sage, okay, und Dinge verändern sich, Beziehungen verändern sich, ich verändere mich, andere verändern sich und so ist das Leben. Und schön ist, mit diesen Veränderungen mitzugehen und zu schauen, wie können wir denn auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert irgendwie diese Veränderungen so miteinander gehen.